Ja, gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lilien Insight. Ich freue mich, dass ich mit dem Andreas Brandes hier bin. Gute, Andi. Gute. Und zwar, das ja quasi gute Stück hängt hinter uns, ja. Um das es heute gehen soll. Und zwar die Zaunflagge SV 98 Lilien Power. Mhm. Und das ist deine. Wie man hier auch sieht, Lilien Power Darmstadt ist dein Fanclub. Ja, genau. Wir haben ja schon mal uns auch getroffen. Du bist Trikotsammler auch, ja, leidenschaftlich. Ja. Jemand, der sich mit dem Verein super auskennt. Und das trifft sich irgendwie auch ganz gut. 25 Jahre ist nicht ganz das gute Stück alt, aber das Banner an sich, gell? Ja, kannst du genau, mal erzählen? Der Vorgänger. Genau, kannst du das mal erzählen? Es gibt einen Vorgänger zu dem. Genau. Das vielleicht noch, das hängt immer auf der Süd. Sieht genau. Man auch im Fernsehen gut. Mhm. Ganz quasi links außen, wenn man davor steht. Ja. Ne? Ja. Ja, das Fahnenmotiv oder der Vorgänger, der ist 25 Jahre alt. Den hatte ich 1998 händisch genäht und auch mit der Hand gemalt. Das war damals zum 100-jährigen Vereinsjubiläum. Wir sind leider abgestiegen in die Oberliga Hessen in dem Jahr. Es war ein bitteres Jahr. Wir hatten noch am Biberer Berg 3-2 gewonnen an Ostern, aber es hat leider nicht gereicht. Aber durch den Sieg in Offenbach sind zumindest die Offenbacher nicht aufgestiegen. Insofern war das gut. Und in der kommenden Saison dann, das waren ja kaum noch Leute im Stadion, dann kamen 1.500 oder 2.000 in der Oberliga beim Fassungsvermögen von 30.000. Das war total leer, das Stadion. Da hing keine Fahne mehr, keine Schwenkfahne. Im A-Block gab es noch, glaube ich, eine Fahne. Die Dieburger hatten noch eine im F-Block. Auf der Gegengerade war aber nichts. Und da habe ich gedacht, da muss doch das mal wieder was Schönes her. Und dann habe ich damals das Vorgängermodell gemalt. Das aber genau gleich aussah, ne? Das sah genau gleich aus. Das war 2,40 Meter hoch und 10 Meter lang, weil der Zaun damals 2,40 Meter hoch war. Und so hing die Fahne dann da jahrelang. Deswegen, ich bin mit dem Ding irgendwie auch aufgewachsen. Ja. Ich kenne sie, ne, und liebe die einfach. Die gehört so zum Bölle dazu. Genau, die Lilie in der Mitte, die hatte ich damals von dem Karl Grünewaldheim. Das war damals das Vereins- und Jugendheim an den Hartplätzen, an der Niederarmstädter Straße, abfotografiert. Da war diese schöne alte Lilie drauf und dann mit dem Dia-Projektor praktisch auf den Stoff projiziert und dann ummalt und so ist die entstanden. Ja, cool. Als der Verein dann wieder ein bisschen besser gespielt hat, Fußball, gab es auch mehr Sponsoren wieder und leider wurden dann Werbebanden an den Zaun unten gemacht und die durften nicht überhangen werden. Ah, und deswegen, weil die, genau. Dann durfte ich die alte Fahne nicht mehr aufhängen. Mhm. Ich habe sie dann am Marathon-Store aufgehangen. Aber dann kam auch da Werbung hin. Ja. Und das war halt schade. Dann hatte ich eine neue gemacht, die war 1,20 Meter. Die hat dann wieder hingepasst. Mhm. Die war dann jetzt aber wieder zu klein für die neue Südtribüne, für den Block S2. Ja. Und dann hatten die Ultras mir angeboten, also unsere aktive Fanszene nebenan im Block 1, mir zu helfen, nochmal für eine dritte Auflage der Fahne, dass die genau mit dem Maß 1,80 Meter und 10 Meter lang genau in den Block S2 reinpasst. Und da hängt sie bei jedem Heimspiel gut. Und wie gesagt, ganz prominent, ne? Wenn man mal, gut, wir sind ja immer da, aber ne, wenn man mal dann die Zusammenfassungen sieht von Heimspielen, dann sieht man die immer toll. Und deine Flagge übrigens, die du ja wehst, da oben auch noch. Mhm. Ne? Ja. Ja, Andreas, jetzt haben wir so ein bisschen die kleine Geschichte gelernt. Jetzt vielleicht mal zu den Reaktionen. Ich habe jetzt eben ja schon gesagt, ich liebe die gehört für mich zum Bölle so dazu. Wie nimmst du das wahr? Geht das anderen auch so? Ja, kriege ich auch mit. Wenn die Fahne mal nicht hängt, einmal war ich krank bei einem Spiel und da hatte ich sofort lauter Nachrichten. Da hieß es, haben die Frankfurter die Fahne geklaut oder warum hängt Gottes die nicht? Willen. Gottes Willen, Gottes Willen. Ja. Ja. Und auch, nee, alle, die früher noch dabei waren, die finden es sehr gut, Es gehört auch dazu, sowas. Ja. Die ist jetzt natürlich sehr groß. Auswärts wird die nicht mitkommen irgendwo, oder? Kein Platz auswärts, so viel
Du kennst ja die Gästeblöcke, wie klein die sind. Die kenne ich. Ja. Die kenne ich gut. Hast du dann aber ein kleineres Pendant ja, für auswärts? Ja, für auswärts habe ich noch ein kleineres, aber das ist dann gedruckt und nicht gemalt. Okay. Es gibt aber auch zu dieser Fahne eine gedruckte Version im Winter, wenn es regnet oder schneit ja. oder sehr feucht ist. Nehme ich die gedruckte, weil die ist ja aus Baumwolle. Ja. Und wenn die pitschnass ist. Da kannst du einen Schwertransport bestellen. Die wiegt dann 15 Kilo oder sowas. Ja. Das ist nicht handelbar. Ja. Und dann. Wir haben sie ja eben schon zusammen aufgehangen. Ja. Die ist ja schon quasi im schönen, trockenen Zustand. Genau. Ist sie ja schon ordentlich schwer. Ne? Dann wäge ich immer ab von Spieltag zu Spieltag, nehme ich die gedruckte oder doch die gemalte. Die Ultras wollen halt möglichst selbstgemachtes Zeug im Block und nicht in gekauft und gedruckt. Ja. Ja, finde ich aber auch schön. Aber es geht halt manchmal leider nicht anders. Ja, ja. Ja, ich meine, da braucht ja auch, also wenn sie mal, auch wenn es nur nasskalt ist, ja. die nimmt ja auch die Feuchtigkeit ja. auf. Mhm. Das braucht ja auch mit Sicherheit etliche Tage, bis die trocken ist. Oder wie lange ungefähr? Ach, die trocknet dann relativ schnell über Nacht. Aber, ja, okay. Aber ist halt... Guck mal, wo willst du denn sowas aufhängen zum Trocknen? Ja, stimmt. So, kannst du ja nicht im Garten hängen, dann ist er morgens weg. So, große Balkon hat man auch nicht. Ja, ja. Genau. Ja. Und wie ist das jetzt auch für dich persönlich? Ich meine, wenn du sagst, ne, gut, nicht die, aber jetzt in dreifacher Ausführung quasi 25 Jahre lang auch irgendwo Liliengeschichte. Was bedeutet dir das? Sehr viel eigentlich, weil die Fahne hat auch... Andreas, noch ein bisschen mehr drehen, genau, dass man dich auch gut sieht. Genau. Ja. Ja, die Fahne hat ja auch nicht nur die, auch die Vorgängerfahne ja. viel mitgemacht. Von ja. Oberliga, Regionalliga ja. oder so Geschichten. Wir haben, glaube ich, mal in der Regionalliga schon nach 20 Minuten 3-0 zurückgelegen. Ja. Grottenschlecht haben die Lilien gespielt. Ja. Bin ich während des Spiels auf den alten, wackeligen Zaun, habe die Fahne abgehangen und verkehrt rum wieder aufgehangen. Und nach 30 Minuten... Einfach um zu zeigen, Leute, ja, was soll das? Ne? Genau. Was soll das? Ja. Innerhalb von 30 Minuten haben unsere Lilien dann 4 Tore geschossen. Dann musste ich wieder während des Spiels auf den Zaun klettern, die Fahne abhängen, wieder richtig rum aufhängen. Da hast du mehr Spott gemacht als ja, die Mannschaft. Ja, wir haben vom Spiel kaum was mitgekriegt. War pitschnass nach dem Spiel. Ja. Ja. Glaube ich. Das sind so viele, viele Geschichten, ja, die da dran hängen. Ja, glaube ich dir. Ich kann mich auch an diesen Zaun erinnern. Ne, wie du sagst, also ich war da natürlich auch noch kleiner auf der Gegengrade. Ne? Ich finde das ja heute auch immer so schön, wenn man auf der Gegengrade jetzt die Kleinen sieht, ja. die da in der ersten Reihe sind. Das war bei mir auch noch der Fall. Ne? Dann ist man da oben hoch und hat sich fast wie auf hoher See gefühlt. Wie oft habe ich mir da die ja. Finger blutig auf Spitzen oder ja. die Trikots aufgerissen. Richtig, genau. An dem rostigen Teil damals, ja. So, und da können wir doch mal festhalten, früher war eben nicht immer alles nur besser. Das ja. ist doch jetzt bestimmt entspannter, die aufzuhängen auf der Süd. Ja, genau. Ja, okay. Dann, Moment. Und ich glaube, da liegt noch was. Genau, ja. genau. Die Sachen sollte ich dir noch geben. Aber genau. erstmal, Andreas, du hast zwar schon eine, aber doppelt hält besser. Ja, ja? Vielen Dank. Nochmal die Lilien Inside Tasse. Du hast ja eine Frau. Kann ich jetzt mit der Frau, können wir zu zweit morgens. Ja, genau. Aus deinen Tassen trinken. Moment, ich nehme sie dir auch nochmal ab. Dann ich habe auch was für dich. Ein bisschen kleiner. Oh! Einmal ganz klein. Ach ja. Ach, genial. Aufkleber. Hier ein bisschen größer. Aber halt nicht 10 Meter. Ja, lang, okay. Ja. Dann da bin ich dir dankbar, ja. dass ich die 10 Meter, die kriegen wir dann vielleicht irgendwann anders hin. Aber toll, danke. Und wenn du mal wieder Postkarten verschicken möchtest, habe ich hier von meinen Ach. Alten Trikots mal welche machen lassen. Ach, das ist aber schön. Das mit, kann ich dir auch mitgeben. Herzlichen Dank ja. mit unserer schönen alten Liliengeschichte. Und ja, wer möchte, kann sich natürlich unsere Folge dazu nochmal ja. angucken. Mhm. Einfach Lilien Inside und Trikotsammler. Und ja, dann bitteschön. Vielen ich Dank. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und wirklich, ich liebe das Teil so innig und bitte noch ganz lange aufhängen, ja, okay? Verspreche ich. Und wir ja. passen gut drauf. Genau, auf. So machen wir das. Ja. Alle zusammen. Genau. Danke dir. Ja, das war's auch schon wieder für heute mit Lilien Inside. Vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt geht's erstmal in die Länderspielpause. Dann sehen wir uns hoffentlich danach alle Freitagabends in Nürnberg. Ich freue mich drauf. Bis dahin, gute und ciao. Euer Colin.